Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Norman dabei. Servus. Und wir gucken heute an Mentor Miracle gegen Maverick. Ein Klassiker, sag ich mal. Bei uns schon. Ja, das stimmt. Beides auch. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass bei Freddy das Hemd aufgeht, obwohl er abgenommen hat. Ja, das ist korrekt. Das ist der Grund, warum ich keine Hemden trage. Das ist eine Old Border Verdant Catacomb. Hat der jetzt Old Border im Stack? Anscheinend Old Border Verdant Catacomb mit Noble Hierarch aus ja. Double Masters. Sehr, sehr, sehr cool. Schön. Und da haben wir, einfach man sieht einfach, dass das die Main Decks von den Jungs sind. Du siehst wunderschöne Inseln bei Frederik. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Da sehe ich ein Back to Basics, Snap Custom Age, Teferi. Ach stimmt, Ford. Das ist da ja sogar Main drin. Ja, natürlich, gar kein Problem. Da ist eine Ebene. Was haben wir da noch? Wasteland. Black Engineer. Black Engineer macht auch nicht so viel. Hier hat man falsch gefetcht. Hier hat man unendlich falsch gefetcht. Es ist eine Savanne. Ja, hier hätte man einfach das Bio fetchen sollen, damit man den Black Engineer spielen kann. Stimmt. Ich meine, man wusste nicht, dass man eine Ebene zieht, klar, aber ja. Bounce. Draw. Go. Ja, jetzt kann man Wasteland, das ist ganz cool. Aber auch hier, zweiter Noble Hierarch, auch nicht so das Geilste. Ja, Wasteland, ja, da passiert jetzt gerade echt nicht viel. Ne, es ist halt klassisches, das, was Miracle einfach bevorzugt, wenn einfach nichts passiert. Und dementsprechend ist für Maverick halt echt wichtig, dass er was guckt. Es muss keine Veraska, das ist ein Grist. Deswegen war das noch viel schmerzhafter, ja, dass man hier kein schwarzes Mana hatte. Das stimmt. Weil Grist wäre auch cool gewesen. Und für alle Leute, die es nicht wissen, Grist kann man auch Green Sun nehmen, was ich sehr gut finde. Ja. Ist ja überall außer auf dem Feld ein Insekt. Insektkreatur, yes. Gut. Hat man noch ein Land gezogen, Noble Hierarch. Double Noble Hierarch könnte den Teferi umboxen. Ja, das stimmt. Und da hinten ist ein, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, und auch ein, wenn ich es richtig gesehen habe, so ein Removal-Spell, so ein Prismatic Ending. Okay. Ja, kann Maverick ja auch sehr gut spielen, gerade in Free Color. Ne? Yes, ziemlich, ziemlich easy. Vor, wenn du Nobles für Blau hast. Dann hast du vier Farben. Ja. Das ist schon solide. Ja. Snapcaster. Der Plus vom. Moment mal, wirkt der Plus vom TF4-Ring noch? Ja, ne? Nö, aber das ist ja im eigenen Tug. Man ist in eigenen Zug gegangen. Achso, okay. Hat gefetcht. Das hatte ich gerade gesehen. Und jetzt einen Ponder gemacht. Der Teferi müsste theoretisch noch wirken, aber der wurde ja trotzdem umgeboxt. Und dann hätte man den, glaube ich, gespielt, um zu blocken, wenn man Teferi behalten wollte. Stimmt auch wieder. Ja. Ja. Ansonsten, Miracles macht das, was Miracles tut. Nix. Karten ziehen und mischen. Ja. Eine Menge Luft durch die Gegend schieben. Naja. 20% von meinem Deck töten dich, der Rest ist Luft. Ja. Auf der anderen Seite Maverick hier eigentlich immer wieder so ein Contender Mentor Miracles Platz zu räumen. Ja, das kann mal schnell passieren. Ne? Ja. Gerade wenn man Gaddock hittet. Der macht viel. Jace, Force und was nicht alles macht. Hier wird eine Karte gezogen. Ja, weil man ein schwarzes Mana braucht. Okay. Das ist ein Son Goku-Token. Yes. Okay. Da ging es gerade darum, was die Mentor-Token für einen Kreaturentyp haben. Ah. Weil sie sind nicht human. Nee, sie sind nur Monk. Stimmt, die sind nur Mönche. Ja. Dementsprechend. Und arbeitslos. Ja, das stimmt. Oh, die darf nicht durchgehen. Nee. Force of Negation, damit es schön auf Exile landet. Sehr, sehr gut. Ja, okay, kriegst du mal die wieder. Vielleicht. Ach, das ist ein Sketchart-Grist. Ja, es ist Sketchart. Ich dachte die ganze Zeit, wo ist denn der Grist? Nee. Scavenging Ooze. Aus der Secret Lair. Und ein schönes Maze. Ja. Das ist richtig schönes Maze. Das ist wirklich schön. Scavenging Ooze macht hier natürlich einiges. Das Maze gegen Miracle. Jetzt. Ja, gegen die Mentorliste. Ja, nicht so die krasseste Karte, die man haben kann, glaube ich. Dann ist die eher, das ist halt eher gut, um seinen eigenen Night Swim tappen. Ja, das stimmt. Nach dem
Das stimmt. Das kann man doch ganz, ganz, ganz cool machen. Ansonsten, Miracles fehlen die Landdrops. Kann das sein? Ja, das kann durchaus sein. Da wurde einfach mal reingehalten. Kann man machen. Ja, man hätte hier den Bait anblocken, also mit dem Block anbieten können. Ach so, ja. Will man das? Ich glaube nicht. Da flog ein Brainstorm, der wird wieder zurückgenommen, weil... Dinge? Ja, man könnte jetzt halt ein Back-to-Basic spielen. Ja. Es würde halt zwei Mana locken. Und würde Maverick immer noch mit drei Mana da lassen, was ungeil ist. Und da kommt's geflogen. Einmal zurück zum Standard. Vor allen Dingen mit der Exalted Library. Jetzt passiert sehr wenig. Ja, aber hier, guck mal, das ist auf jeden Fall im Ranunab ab ziemlich gut. Man kann den Ramunab abspielen, man kann ein Fetchland wiederholen. Ja, da kann man auch endlich mal auf Schwarz fetchen. Ja, da ist die Frage, hat der ein schwarzes Basic drin? Ich glaube nicht. Düm, düm. Aber er hat auch immer noch Prismatic Ending. Prismatic Ending nimmt ja jede Art von Permanent raus, solange die Mana-Kosten gleich der Converge sind. Kleiner gleich. Kleiner gleich, ja. Ja. Kannst ja auch overpayen. Das ist korrekt. Sonst wäre das mit Chalice irgendwie ziemlich... Ziemlich doof, ja. Gut, da ist ein Burning Catacombs. Da kommt ein Beat für 4. Der bringt sogar das Board zum Shaken. Ja. Willkommen beim neuen Arena-Gameplay. Jetzt mit Special Effects. Ne, also 4 Damage zu 4. Ach, stimmt, der bekommt ja plus für... Yes. Interessanterweise kann man jetzt hier hingehen, kann jetzt Brainstorm spielen. Wir haben den Terminus auf der Hand gesehen. Terminus oben drauflegen, einmal das Board. Ja, einmal removen und dann freut man sich. Das ist stark. Ja, okay, dann hat der Maverick-Spieler noch die Option, den Grist zu kriegen. Das macht aber nicht so viel. 3. Ja. War noch ein Counterspell. Ja, und da ist eine ganze Menge auf der Hand. Boah, Jace ist da auch noch bei. Ja, wobei kein Land, wenn ich es richtig sehe. Nee, aber noch ein Brainstorm. Ist die Liste mit Predict? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die mit Predict ist. Ich glaube, die Zeiten hat Frederik hinter sich gelassen. Glaube. Ja. Die braucht man auch einfach nicht mehr, weil man jetzt mit so viel mehr Antworten um sich schlagen kann. Ja, okay, der Boss hat weniger Luft. Das Ending hat er halt richtig gut gemacht. Ja. Wie viel spielen die mittlerweile? 4-3, also 4 Ending, 3 Swarm? Ich habe zumindest Listen schon gesehen, die in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, was Frederik direkt spielt. Boah. Vor allen Dingen mit dem Teferi kannst du das Ending auch noch instant spielen. Oh, ja, natürlich. Ist das widerlich. Natürlich, großartig. Großartig in der Aktion. Endtop, leg mal alles drunter. Ja. Da ist jetzt auch die komplette Mana-Basis flöten. Ja, man hat noch seine Ebene und sein Fetchland. Jo. Was will man jetzt noch machen? Wald, Skus... Du frisst den Ding, aber du darfst jetzt halt nicht auf Bio fetchen. Nee, du darfst den Wald jetzt fetchen. Nicht auf Bio fetchen, auf keinen Fall. Oder generell auf ein Duel. Guckt wahrscheinlich noch durch, was so drin ist. Ja, der wunderschöne Schwarzwald Forest. Dann wird der Brainstorm gefressen. Oh. Für Snapcaster Brainstorm. Oh, stimmt. Interessante Wahl, kann ich verstehen, aber ich glaube, ich hätte hier lieber den Snappy genommen für den Leben. Okay, 18 Leben ist jetzt halt auch 18, 19, wenn das den Unterschied macht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, dann macht der Brainstorm schon mehr Sinn. Ja, ansonsten mit 2 Mana kann Maverick eigentlich ziemlich gut noch agieren. Ja, vor allem, wir haben den Brainstorm, wo war der Counterspell auf der Hand. Nächste Runde kommt Jace. Wahrscheinlich. Ja, das ist für Miracle ziemlich, ziemlich stark. Da ist eine... Da ist ein Prismatic Ending. Ja, und viel wichtiger, da ist ein wunderschönes Land in Old Border, was eine Instant Sorcery da oben aufs Deck legt. Und jetzt sagt, was immer du nächste Runde tust, es wird weggehen. Hier könnte man jetzt allerdings... Ja. Hätte man hier versuchen können, den Risk zu spielen, aber der würde halt gecountert. Das ist halt die Frage, das Prismatic Ending beantwortet halt auch die Back to Basics. Yes. So, jetzt muss man nur überlegen, wenn jetzt natürlich der Jace kommt, sehr wahrscheinlich wird der kommen.
Das wäre ja noch das Beste, was passieren könnte, weil in dem Moment ist der Counterspell nicht offen. Eben. Aber ich glaube immer noch einen Force in der Hand. Ich glaube auch. Aber ich bin mir gerade nicht genau sicher. Hier wird dann auch gebrainstormt, logischerweise. So. Und ab hier ist es halt super strong, weil man jetzt praktisch die ganze Zeit den Terminus oben auf dem Deck juggern kann, ohne Probleme. Und das ist wirklich, wirklich stark. Du weißt, dass Maverick keine Haste-Kreaturen spielt, das heißt, du kannst den Terminus und so was. Nicht ganz richtig. Hin und wieder mal Questing Beast. Genau, das kann halt auf jeden Fall ordentlich in die Schnauze hauen. Wäre jetzt wahrscheinlich auch ein geiler Top-Deck. Das ist ein Birds, der ist nicht so geil. Ja, der ist aber immer noch okay. Boah, hier hätte man echt versuchen können, glaube ich, irgendwas das Ending starten, wegzukriegen. Mit dem Ending das Ding auch wegzukriegen, auf jeden Fall. Ja, ne? So, das bloß auf dich. Das wird man eigentlich nur noch vermöbeln. Geht man in den Jace-Log. Ja, vor allem war man halt sehr konservativ mit dem Ending. Wenn das überhaupt ein Ending ist, kann ja sein, dass es was anderes als ein Ending ist. Talia? Oh, einfach Counterspell. Ja, warum nicht? Was kann Removal sonst auf der Hand? Ich glaube, den Terminus würde ich dafür nicht verrotzen. Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Schöner Counterspell. Ich mag den Nostalgia mehr, weil es derselbe ist mit New Border. Stimmt. Ja, ja, da haben sie auch einfach nur gerecycelt. Fand ich auch irgendwie komisch. Ja, aber nur bei ein paar Sachen. Das ist halt Mark Polsan, auch der Birds of Paradise, der genau selber. Stimmt. Deshalb sehr, sehr, sehr interessant, hier jetzt einfach das hochzuplussen. Man ist in den sogenannten Jace-Log, man wird Fate gesealed und... Naja, der Gegner sieht immer wieder die oberste Karte. Genau, und wenn jetzt das prismatische Ending gespielt wird, ist das einfach nur ein Verzweiflungsmove. Vor allen Dingen bei wie viel? 5 offenen Mana, dann kriegt man sogar einen Force Hardcast hin. Ja, ja, plus eben das Problem, dass man einfach auch viel zu lange gewartet hat. Also das Fenster war da, als Jace gespielt wurde. Ja. Das hat man nicht wahrgenommen. Und ja, du musst jetzt auf Duel gehen. Ja. Du hast, glaube ich, kein anderes... Hat er noch einen Forest? Nee, nee. Aber er bekommt sonst keine... Nee, er bekommt so oder so keine 4 Mana, keine 4 Farben hin. Für den Jace nicht. Ja, muss back to basics, muss weg. Genau. Oder man will jetzt den Knight probieren. Das kann oder natürlich auch sein. So oder so, egal was er jetzt probiert. Er hätte es vor 3 Runden schon probieren müssen, als Jace eben gespielt wurde und nur einen Mann offenbar. Ja. Also jetzt in einen zweimal gebrainstormten plus haufenweise Card Draw Jace reinzulaufen, das ist jetzt nur noch Verzweiflungsmove, weil man nichts zieht. Christ und der sieht wahrscheinlich einfach Snappy, Counterspell. Snappy, Counterspell, kannst du schieben. Ja. Ich denke auch, weil wenn man jetzt nicht noch ein Land von der Top zieht. Da ist ein Force. Jace, Fate Seal. Ja, Fate Seal liegt wahrscheinlich oben drauf bei der Hand. Ja. Jo. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt ein Nichtland war, ist ziemlich hoch. Das ist auch ein Prismatic Ending. Das nimmt halt maximal den Snappy weg. Und hier versucht man jetzt einfach nur noch den Jace zum Victory zu reiten. Finde ich sehr, sehr, sehr gut, dass man hier den Jace einfach anfängt zu plussen, um zu gewinnen. Da hat man auch conceded. Die meisten Spieler würden beim Brainstorm bleiben. Ja, mittlerweile ist das irgendwie so die Mode, neue Mode geworden, einfach beim Brainstorm zu bleiben. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ich finde es auch nicht gut. Wenn ihr das mal versteht, könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber grundsätzlich finde ich es einfach, wenn man schon in der Pool Position ist, man hat 2, 3 Karten, mit denen man was machen kann, kann man einfach plussen, um zu gewinnen. Gefühlt hängen halt alle auf ihren Uros und irgendwelchen anderen Karten und versuchen damit zu gewinnen, statt Jace zu ultien. Ja, weil Jace, die Ulti ist de facto, außer der Gegner hat irgendwie kann irgendwie eine Hand storen. Doomsday? Ja, Doomsday kann halt Doomsday-Pile bauen. Ja, ja, geil. Also wenn Doomsday Luck hat, kann Doomsday noch gewinnen. Ja, Game 2, Maverick wahrscheinlich Chokes rein. Chokes, wenn er so spielt. Abrupt Decays. Ja, Decay, was hatten wir noch? Und Sideboard Shenanigans. Ich glaube, das sind so die 2, die er macht. Und als Miracle-Spieler vielleicht Rest in Peace, aber wahrscheinlich auch nicht. Ich wüsste gar nicht, ob ich als Miracles was boarden würde. Ah. Ja, Wear and Tear. Wear and Tear. Stimmt. Aber ist schon was. Wear and Tear ist auch hier nur so meh, weil, soweit ich weiß, kein Stormforge Package drin ist. Ja, die Karte Prismatic Ending hat diese Turn 1 Play sehr richtig widerlich gemacht. Ja. Weil sie eben genau wie Spots the Plowshares einfach diesen. Ja, vor allem, du kannst jetzt im Endeffekt 8 Swords-Effekte haben. Ja. Wow. Ja.
Und das ist wirklich, wirklich stark. Ich habe dagegen auch schon gespielt, wenn ich erste Runde Fiole mache und dann das Ding einfach weggetan wird, ist auch. Vor allem irgendein Nicht-Land permanent. Weiß kriegt auch mal gute Karten. Danke, Wizards. Ja, aber keinen Card-Draw. Kannst nee, nicht, natürlich nicht dran glauben. Ich meine, hier ist auch wieder diese lustige Interaktion, ähnlich wie bei der Index Explosives mit der guten Talia. Man zahlt ein Mana, sagt X gleich 0, Talia sagt ein Mana mehr. And it's gone. Wow. Ja, das wird jetzt auch gerade die Interaktion erklärt. Ist genau dasselbe wie... Ach, weil Converge nur checkt, welche Mana bezahlt wurden für den Spell. Genau wie hier, wie heißt es? Sunburst. Deswegen sehr, sehr stark und einfach hier die ersten zwei Turns komplett auseinandergenommen, was schon wirklich, wirklich stark ist. Hier kommt ein Knight. Okay, ich habe schon wieder ein Back to Basics gesehen. Aber diesmal hat man wieder mehr Basics. Mentors auf der Hand, Swords. Nee, es ist kein Back to Basics, eine Counterbalance. Ja, die kann man halt auch so mal schmeißen. Ja, da ist der Counterbalancer. Ja, vor allen Dingen, man hat viel 1 drin. Ich glaube, da ist fast kein 2er-Slot drin. Fast nichts. Da doch schon einiges da im Talia mit der Library. Ich meine jetzt bei Miracles. So. Ja, es kann sein, dass 2 sehr, sehr wenig geworden ist. Counterspell habe ich bis jetzt gesehen. Snapcaster. Und Snappy. Wear and Tear 3. Ja, interessant. Dann kommt der Scoose. Und die Dryad Arbor. Sehr, sehr cool. Hier natürlich mit Mentor into Brainstorm. Sehr cool. Das ist natürlich. Einfach den Mentor Slam. Oh, stimmt, der hat Rotsplash drin. Ja, aber wofür nimmt man jetzt das Rot? Wahrscheinlich, weil man sonst nicht mehr in näherer Zeit auf ein Rotes kommt und man hat Wear and Tear auf der Hand. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt. Artefakte sind, glaube ich, gar keine im Deck dran. Ja, er hat halt kein Stoneforge-Package gesehen, ne? Nee. Das stimmt. Ja, okay, man kann halt Wear and Tear immer noch gegen Choke einsetzen. Yes. Hier, Trade 2-2er. Boah, da liegt ein Kreatur im Friedhof, ne, die sind alle Max-Fall. Nee, tatsächlich nicht. Man könnte jetzt wirklich blocken, Brainstorm spielen. Das ist natürlich solide. Das wäre schon ganz, ganz stark, aber ich glaube, hier geht man das Risiko einfach nicht ein. Nicht mal das Wasteland wurde gelegt. Echt? Stimmt. Ja, weil es... Surprise Butt 6? Ich weiß es nicht. Ja, da werden die beiden Endings rausgenommen. Schön rausfressen. Das geht mit dem Us auch. Das vergessen auch ganz, ganz viele Leute. Da kommt ein Ramunap. Ramunap. Da wird ein Brainstorm gezündet. Da kommt ein Monk. Vom Brainstorm, Mann, hier. Um 3 draufzulegen. Ja, aber man hätte jetzt auch einfach end of turn, Terminus, gehen mein Turn, draw Terminus, mach Board leer. Ja, aber du hast das über den Monk legen. Ja, aber so. Irgendwann musst du halt auch mal gewinnen, auch als Miracle. Nee, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Aber ja. Und jetzt ist wahrscheinlich erstmal ein komischer Blick, weil Wear and Tear hat ja CMC3. Ja, ja, aber nur im Deck, nicht am Stack. Weil teilweise am Stack. Ja, wenn du beides spielst. Ja. Gut, hier kommt der Beat für 2-2. Jo. Den kann man dann einfach blocken und ja. Okay, dann guck mal. Das Over 0-2 für Mentor Miracles. Schade, schade, schade. Aber ja, sehr sauber gespielt, sehr klar gespielt und deshalb auch verdient. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.